Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder Pet Simulator X. Und in diesem Video schaue ich einfach mal, dass ich so lange Eier ziehe, bis ich einen Müffel ziehe. Und vielleicht enchante ich das noch oder so. Aber es kann dauern, bis ich einen Müffel ziehe. Ich habe gestern wieder locker 20, 30 Minuten geöffnet und nicht eines gezogen. Ich hoffe, dass ich heute mal vielleicht ein bisschen schneller eins bekomme. Aber Leute, bevor das Video beginnt, lasst ein Like und ein Abo da, weil nur 25% meiner Zuschauer haben auch wirklich meinen Kanal abonniert. Also ich würde mich über ein Abo sehr freuen. So, jetzt lass uns aber mal zum Tech-Job. Habe ich Platz in meinem Inventar? Auch nicht. Perfekt, dann lass mich das schnell regeln. So, ich habe jetzt mal ein paar Pets hier beseitigt. Jetzt habe ich nur noch 91. Jetzt kann ich meine Boosts hier reinhauen. Den Super Lucky und Ultra Lucky. Und dann können wir auch gleich schon mit dem Farmen beginnen. Und ich hoffe mal, dass ich hier ein, zwei Mythicals bekomme. Ja, es wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn das erste Egg direkt ein Mythical wäre. Also ein bisschen Farmen wäre wahrscheinlich schon ganz lustig, aber nicht allzu lange, hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie so 40 Millionen oder 40 Minuten, nicht 40 Millionen. 40 Millionen ist normal, aber nicht so 40 Minuten warten muss. Ich habe gestern mit Victor noch drüber geredet, was so Ideen wäre, die man in Pet Simulator X noch einbauen könnte oder was Pet Simulator X noch fehlt oder was Preston einfach nur einbauen muss. Und keine Ahnung, Victor will darüber ein Video machen. Ich werde es vielleicht auch irgendwann mal machen. Aber zum Beispiel eine Sache ist, ich mag es eigentlich, meine Cyberfoxes zu deleten. Weil ich es nicht mag, so viele Cyberfoxes in meinem Inventar zu haben. Aber ich würde gerne die goldenen und Rainbow behalten. Aber das kann ich nicht. Es gibt kein Auto-Delete-Feature, das sagt, okay, nur die normalen werden gelöscht. Ich denke, dass das wahrscheinlich noch in Zukunft kommen wird. Aber gerade ist es noch nicht der Fall. Das ist ziemlich, ja, schlecht. Ich würde mich freuen, wenn das schon der Fall wäre. Ist es aber zurzeit nicht. Jetzt habe ich auch den ersten Happy Computer sehr gut. Einen Roboter auch noch hinterher. Ja, Roboter sind halt nichts Besonderes. Aber zum Beispiel diesen goldenen Cyberfox hier will ich behalten. Und diesen hier auch. Aber die normalen will ich dann löschen. Auch die Rainbow will ich behalten. Weil die kann ich ja immer noch benutzen, um Happy Computer oder Rainbow Technocats zu fusen. Ich habe schon lange nicht mehr gefused. Einfach, es wird wirklich Zeit, dass Pet Simulator X ein neues Update bekommt. Es ist einfach schon so lange her, dass es ein richtiges Update kam. Wir haben ja jetzt den Double Coin Boost. Aber seit eineinhalb Wochen haben wir kein Update mehr. Das ist schon ein bisschen traurig. Also, ich würde mich über neuen Pet Simulator X Content freuen. Und ich glaube, meine Zuschauer auch und meine Views auch. Ja, nein, aber jetzt kommt ja bald YouTube Simulator X. Ist es schon diesen Samstag? Ich glaube, es ist sogar schon diesen Samstag kommt es. Und da werde ich auch streamen, falls ich zu Hause bin. Oh, ein Rainbow Happy Computer. Falls ich zu Hause bin, werde ich das streamen. Falls nicht, werde ich einfach am Sonntag ein Video dazu machen. Und wenn wir Glück haben, kommt da auch noch das Pet Simulator X Update raus. Also, es könnte ein langer Stream werden. Leute, einiges am Pet Simulator X farmen und einiges im YouTube Simulator farmen. Und ganz ehrlich, wir haben, oh mein Gott, einen Rainbow M2 Prototype. Oh mein Gott, Junge, als ob, das ist krass. Oh Gott, der hat auch eine Royality. Oh Gott, Junge, das ist lucky, Leute. Das ist lucky. Ich pack schnell hier, warte, den hier raus und den M2 Prototype in Rainbow hier rein. Oh mein Gott, ist das lucky. Und ich sag so, ja, ich öffne jetzt Eier, bis ich eine Mythical ziehe. Aber ich habe einfach einen Rainbow Mythical gezogen. Also eigentlich müsste ich das Video jetzt enden. Aber irgendwie ist es ein bisschen zu kurz. Irgendwas muss ich jetzt noch machen. Was mache ich jetzt noch? Okay, ich will jetzt erstmal sehen. Da, Pet Collection. Ich habe jetzt, glaube ich, jedes Mythical in Normal, Rainbow und Gold und fast jedes in Dark Matter, außer den M2 Prototype. Ich habe jedes Mythical in Dark Matter, außer dem M2 Prototype. Wie viel gibt es eigentlich von dem A36? Ja, immer noch erst 800. Niemand will den hatchen. Ich habe ja mal im Stream irgendwie einen normalen und den golden verschenkt. Und Conny hat einen Dark Matter verschenkt. War ziemlich nice von ihm. Okay, M2 Prototype. Wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Es ist soweit. Ja, ich werde zu Robux aufladen, weil ich sehe nicht, dass Crofter irgendwie online wäre und mir Robux geben könnte. Aber es ist schon krass. Ich habe schon gewartet drauf. Irgendwann dachte ich mir, will ich doch endlich mal den M2 Prototype auch haben in Rainbow oder Dark Matter. Und jetzt ist er hier, Junge. Er ist einfach hier. Royality Coins 1, Fantasy Coins 4. Ziemlich schlechte Enchantments. Okay, ja, Royality ist krass. Aber die anderen sind jetzt wirklich gar nicht so gut. Aber jetzt schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen den jetzt einfach mal Dark Matter an der Stelle, oder? Ah, ja. Und jetzt kaufe ich mir Robux. Also, ich brauche eh nicht mehr so viele. 5 Euro muss ich aufladen. Da, hier seht ihr es. Would you like to buy 440 Robux? Ja, muss ich wohl. Ich werde mir jetzt kurz Robux kaufen, Leute. Einfach auf entspannt. Ich hasse es. Warum gebe ich jetzt schon wieder Geld für Roblox aus hier? So, ich muss mich kurz hier anmelden. Ich hoffe, dass man das nicht sieht, aber in OBS sehe ich es nicht. Also, ihr solltet eigentlich gerade nicht meine Anmeldedaten sehen. Perfekt. Jetzt muss ich nur auch auf Zustimmen drücken. Hallo. Perfekt. Und Success. Jetzt sollte das auch funktioniert haben. Ich habe jetzt Success hier. Und
und bei Item, perfekt, purchase, successful, thank you so much. Und jetzt habe ich ein Dark Matter Ding, hier, oder? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, hä? Achso, der ist noch in der Maschine. Oh Gott, hier, ready now, claim, ich habe einen Dark Matter M2, der sieht einfach 1:1 aus wie der andere, oder? Haben die irgendeinen Unterschied hier? Ich, ist der heller? Das ist der M2, das ist der M6, der M6 ist einfach heller. Aber hier auf diesem Thumbnail hier sehen die komplett gleich aus einfach. Ich kann keinen Unterschied erkennen hier. Er ist halt schwächer ein bisschen. Glittering Tech Coins 5. Auf die Enchantments habe ich noch gar nicht geschaut, aber Glittering und Tech Coins 5, das ist stark. Das ist echt nicht schlecht. Also, ja, Glittering schon, aber wie ich so Glittering erwähne, als wäre es nicht so schlecht. Aber Tech Coins 5 ist gut. Vor allem für die Tech-Welt jetzt noch. Und viel länger werde ich den auch nicht benutzen. Und für den Index habe ich ihn jetzt auch. Ich habe jedes Mythical Pet in Normal, Gold, Rainbow und Dark Matter. Jetzt fehlen mir noch ein paar Legendaries, aber Terminator oder so, der Ehrenmann, hat mir im Stream sehr, sehr viele Dark Matter Pets gegeben. Deswegen habe ich auch meine Collection schon so voll. 576 Pets habe ich schon. Das ist krass. Aber Leute, ich würde sagen, wir öffnen jetzt noch ein bisschen weiter hier. Ich will jetzt noch ein paar Eggs hier kaufen. Ein paar kann ich noch kaufen. So, Auto Hedge Unturnen und Rainbow Cyber Foxes. Vielleicht bekomme ich ja noch ein Mythical. Aber irgendwie ist der Ding jetzt hinfällig, der Titel hier. Ich glaube, ich muss einen neuen Titel wählen. Ich glaube, ich nehme als Titel, ich habe einen Rainbow M2 gezogen oder so. Das beste Pet im Pet Simulator X gezogen. Irgendwie sowas. Das wird schon funktionieren. Oh, und jetzt wird mir gerade angezeigt, dass ich 5 Euro an Roblox gegiftet habe. Oh, das tut schon weh. Einfach jetzt, ja, 5 Euro ist auch Geld. Und ich will eigentlich nicht so viel Geld jetzt einfach für Roblox ausgeben, für Robux. Das Beste wäre, wenn sich das refinanzieren würde durch irgendein Spiel oder so. Aber das habe ich ja bis jetzt noch nicht. Vielleicht in Zukunft mal. Vielleicht mache ich mal ein Spiel. Ich habe auch so eine Videoidee gehabt, von wegen, dass ich mir auf Fiverr Games kaufe oder ein Roblox-Spiel kaufe. Dabei sind dann Crofter und Anton und die schauen sich da drüber und so, weil die haben mehr Ahnung von dem Zeug, vom Developen und alles. Die haben mehr Ahnung und die schauen dann mal drüber, wie das gemacht hat, verbessern das und dann bringen wir das so ein Spiel einfach raus. Zum Beispiel ein Club-Based einfach. Das ist so eine Idee, die wir auch haben. Oder die Anton schon länger hatte, die ich jetzt auch mal hatte. Das werden wir, glaube ich, mal durchziehen. Falls ihr Bock habt, schreibt es mal in die Kommentare. So, aber jetzt ein paar Robots bekommen wir, ein paar Happy Computer. Ist ja nicht schlecht. Hier kann ich mal den Chat wieder einblenden, um zu schauen, was ich hier so ziehe. Da, hier steht einfach Mythical Rainbow M2 gezogen. Das ist krass. Ich habe auch für das nächste Update schon ein paar Coins gefarmt hier. Bisschen, aber noch nicht genug. Ich will eigentlich auf so 1 Milliarde kommen, mindestens. Und mit diesem M2 wird das jetzt noch viel leichter, schätze ich mal. Also, es sollte jetzt möglich sein. Davor war es nicht so möglich. So, ein paar Cyberfoxes, ein paar Robots, die könnten sich halt auto-deleten. Da kann ich das Thema nochmal ansprechen. Die normalen Cyberfoxes könnten sich auto-deleten von mir aus. Aber können sie nicht. Außerdem, ein paar meiner Zuschauer in den Streams wollen die auch haben. Und Luis mag die auch sehr gerne. Also, ja, vielleicht ist es auch nicht so schlecht, dass ich die behalte. Ich finde es nur immer sehr, sehr nervig einfach so. Jetzt haben wir aber gerade schon wieder eine Ebbe an Rare Pets und normalen Pets. Nur Robots und Cyberfoxes kommen. Wenigstens so ein paar Epic Happy Computer könnten noch hervorscheinen. Tun sie aber gerade nicht. Ziemlich schade. Aber was soll man machen? So, jetzt gönnt doch mal hier. Einen Happy Computer. Ein paar Robots. Also, wirklich. Es ist jetzt schon wieder ein Zeitchen so, dass ich einfach nichts bekomme hier. Nicht mal einen Happy Computer. Ich glaube, ich hatche so bis dieser Lucky Boost hier fertig ist. Noch 5 Minuten hatche ich und schauen wir mal, ob ich vielleicht noch ein Mythical Pet bekomme aus diesen Eiern. Ich hatte ja letzte Zeit nicht mehr so viel Glück, aber heute hatte ich schon wieder krass viel Glück. Also, muss man sagen, noch einen zweiten Rainbow-Ding, Mythical Pet ist schon krass. Da kann man nichts dagegen sagen einfach. Aber so ein Happy Computer ist jetzt schon wirklich lange nicht mehr gekommen. Locker seit 10 Millionen und hier ist er. Hier haben wir wieder einen neuen Happy Computer. Perfekt. Darüber freue ich mich natürlich auch. Noch ein Happy Computer. Perfekt. Das ging schnell diesmal. Diesmal musste ich nicht so lange warten. Irgendwie 5 Minuten, bis ein neuer Happy Computer war. 5 Minuten sind es auch übertrieben. Vielleicht so 2. Aber es kommen wieder ein paar Robots hier. Wie viel Platz habe ich eigentlich noch im Inventar? Das interessiert mich gerade. Wie viel Platz habe ich hier noch? Nicht mehr so viel wahrscheinlich, oder? Ah, 436. Das sind noch knapp 300 Platz. Dann will ich mich nicht beschweren. Ich werde auch aber nie anfangen, diese goldenen Eier hier zu öffnen. Oder ich habe sie einmal geöffnet für den Stream. Kurz ein paar Stück, irgendwie so 30 Stück. Aber so richtig öffnen werde ich die, glaube ich, nicht. Weil die sind einfach zu teuer und die sind es nicht wert, wenn man den Magic Eggs Game Pass hat. Dann öffnet man einfach diese Eier hier und kann genauso einen Rainbow Mythical rausbekommen, wenn man Glück hat. Oh, hier haben wir den nächsten Happy Computer. Und direkt noch einen. Ich hatte ja mal ein Eieröffner-Video, wo ich so 4, 5 hintereinander bekommen habe. Zweimal am Stück, also zweimal hatte ich so diese Reihe in dem Video, dass ich so 4 hintereinander bekommen habe. Heute sieht es eher mau aus mit diesen Happy Computern. Ein paar bekomme ich, ja. Ist nicht schlecht, aber wirklich absolut viele sind es jetzt auch nicht. Aber hier haben wir noch einen und komm, schon noch einen direkt. 2er Reihe. Schaffen wir die 3.
Komm, drei hintereinander ist möglich. Und nein, leider nicht. Ach, ganz ehrlich, so befickelt sind wirklich wenige geworden. Noch ein Happy Computer. Also, ich beschwere mich jetzt schon wieder. Jeder regt sich drüber auf, dass ich mich beschwere. Zwei hintereinander, okay. Aber, also, befickelt sind schon weniger geworden. Also, es hätte jetzt schon noch eins kommen können. Ich will mich halt nicht beschweren, weil ich ein Rainbow bekommen habe. Aber ich will mich beschweren an der Quantität, die kommt. An der Qualität beschwere ich mich ja gar nicht. Aber halt an der Quantität ein bisschen. Obwohl es auch nicht in meinem Recht ist, so. Ich habe halt noch nicht mal 40 Millionen Dinger aufgemacht hier. 40 Millionen Coins für Eier ausgegeben. Ihr wisst, das war kein Deutsch. Egal. Aber trotzdem so zwei wäre möglich gewesen. Okay, eins haben wir bekommen. Ich freue mich drüber. Wäre möglich ein zweites? Muss nicht. Sagen wir so. Muss. Jetzt sieht es aber wirklich mau aus. Und wir haben nicht mal eine Minute zum Öffnen. Also eins wäre noch drin. Ein Müffel kann ich noch bekommen hier in dieser Minute. Mit Glück. Oh, der Rainbow Happy Computer. Der ist auch gut. Da beschwere ich mich auch nicht. Also Mythical wäre schon krass. Wäre schon krass, muss ich zugeben. Aber es will nicht. Ich habe doch schon insgesamt über 20 gezogen und keine Ahnung. Ich habe mal in 50 Millionen 5 Mythicals gezogen. Warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt? Ja, irgendwie will es aber nicht. Ist okay. Es ist okay. Wir hatten genug Glück, würde ich sagen. Es geht mehr. Es war viel, aber es gibt mehr. Und jetzt noch das letzte Eck, glaube ich. Oder schaffen wir noch eins? Nein, weil der Boost zu lange gebraucht hat. Aber egal, das war jetzt das letzte Egg, Leute. Wir haben rausbekommen 619 Pets. Okay, das ist schon eine stattliche Summe. Ein paar Happy Computers, ein paar Robots hier, ein paar Cyberfoxes hier, ein paar Gold, Ding, Ding, Ding. Ihr kennt das alles. Oh, hier ein Dark Matter Squirrel, cool. Egal. Und was wir noch rausbekommen haben, ist halt dieses krasse Pet hier. 3,51 Milliarden mit Glittering. Perfekt. Nein, aber 3,15 Milliarden M2 Prototype in Dark Matter. Ist schon krass, Leute. Ist schon krass. Aber an der Stelle würde ich dann auch sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao.